Die Sturzkampfflugzeuge, auch Stukas genannt, waren von entscheidender Bedeutung im Blitzkrieg der deutschen Wehrmacht. Wer das furchteinflößende Geräusch der Stukas hörte, für den war es meist schon zu spät. Diese kleinen, meist einmotorigen, sehr wendigen Kampfbomber waren in der Lage, im Sturzflug ihre tödliche Fracht abzuwerfen und ihre Ziele mit erschreckender Präzision zu treffen. Die deutsche Wehrmacht sah sich gezwungen, neben den Horizontalbombern auch brauchbare Sturzkampfflugzeuge zur Verfügung zu haben. Die Horizontalbomber hatten den Nachteil, dass sie nur sehr ungenau trafen und spezielle Ziele verfehlen konnten. Der folgende Ausschnitt aus einem Manöverfilm zeigt dies. Manöver. Rot gegen Blau. Bei den Kampffliegern von Rot. Stillgestanden! Richt euch! Augen gerade! Aus! Die Augen! Links! Die Satzungen angetreten! Danke. Augen gerade. Aus. Rührt euch. Erste Aufgabe. Ziel 30 ist mit Bomben zu belegen. Zweite Aufgabe. Im Tiefflug sind die Industrieanlagen von Zieldorf anzugreifen. An die Flugzeuge. Ist gelöst. Nun soll bei Blau Zieldorf mit Bomben belegt werden. Feindliche Kampfflugzeuge von Nord-Nordwest in Richtung Zieldorf. Blau alarmiert zur Abwehr seine Jagdflieger. Wird alarmiert. Thank you.
die roten Kampfflieger im Tiefflug die Flak von Blau an. Das wirksame Feuer der Flak zersprengte den Verband der roten Flugzeuge. Der Anflug auf Zieldorf misslang. Die roten Kampfflugzeuge gehen in die Wolken. Aber die alarmierten Jagdflieger von Blau sind heran. Die roten Kampfflugzeuge. Da, ein Kampfflugzeug ist entdeckt. Die Jagdflugzeuge von Blau greifen an, um den Gegner zum Abdrehen zu zwingen und möglichst zu vernichten. Blauen Jagdflieger von unten an. Dort! Ein blauer Jagdflieger ist getroffen. Auch eins der roten Kampfflugzeuge ist angeschossen. Es entweicht durch die Wolkendecke nach unten. Übung ist beendet. Fest und stolz steht heute Deutschlands Luftwaffe zur Wahrung des Friedens und zum Schutze unseres Vaterlandes. Für den Einsatz und den Erfolg der Sturzkampfflugzeuge im Zweiten Weltkrieg steht Ernst Udet, der schon im Ersten Weltkrieg als Jagdflieger gedient hatte. Udet, der sich schon seit seiner Kindheit für die Fliegerei begeisterte, war auch als Kunstflieger aktiv. So war er nach dem Ersten Weltkrieg als Kunstflieger auf Schauflügen unterwegs. Nachdem die Bestimmungen des Versailler Vertrages die Benutzung von Militärmaschinen unmöglich machten, gründete er jedoch zusammen mit anderen Gesellschaftern im Sommer 1921 die Firma Udet Flugzeugbau, die sich auf die Entwicklung und Fabrikation kleiner Sportflugzeuge spezialisierte. Die Geschäfte der Firma florierten, doch 1925 verließ Udet die Firma, die weiter seinen Namen trug und für die er auch weiterhin als Ein- und Schauflieger tätig war, und zog wieder auf Flugtage und veranstaltete eigene Schauflüge. Er entwickelte sich in der Folgezeit zum populärsten Kunstflieger in Deutschland und zog regelmäßig mehrere tausend Besucher zu seinen Veranstaltungen. Mit Wirkung zum 1. Mai 1933 trat Udet in die NSDAP ein und 1934 wurde auf sein Anraten hin ein Konstruktionswettbewerb für ein Sturzkampfflugzeug durchgeführt. Daraus hervor ging die Henschel HS 123.
Die Junkers Ju 87 wurde für eine parallele Ausschreibung entwickelt und begeisterte auf Anhieb. Der einmotorige Tiefdecker mit Knickflügel und für zwei Mann Besatzung sollte die hohen Anforderungen erfüllen. Das erste Versuchsmuster hatte ein Doppelleitwerk. Als Triebwerk kam ein Rolls-Royce Kestrel zum Einsatz. Der Jungfernflug der Ju 87 V1 erfolgte am 17. September 1935. Am 24. Januar 1936 führte ein Abriss des Doppelleitwerks bei Sturzflugversuchen zum Absturz der Ju 87 V1. Bei den weiteren Versuchsmustern und den Baureihen A0, A1 und A2 wurden Triebwerke vom Typ Junkers Jumo 210 mit Leistungen von 600 bis 700 PS verwendet. Ein Teil der Baureihe A2 und alle restlichen Ausführungen wurden von leistungsstärkeren Junkers Jumo 211 mit Leistungen von etwa 1000 bis später etwa 1500 PS angetrieben. Einige der Junkers Ju 87 wurden im Rahmen des Einsatzes der Legion Condor im Spanischen Bürgerkrieg eingesetzt. Die Ju 87B besaß ein verkleidetes Einfahrgestell und ging 1940 in die Serienfertigung. Die Sturzflugbremsen brachten die Maschine im Sturz auf etwa 500 Stundenkilometer, was die Belastung für die Besatzung und Zelle in erträglichen Grenzen hielt. Anfang August 1936 trafen erste Einheiten der offiziell aus deutschen Freiwilligen gebildeten Legion Condor in Spanien ein. Sie sollten den putschenden General Franco im Kampf gegen die Spanische Republik militärisch unterstützen. Der Umfang der militärischen Hilfe wurde in den nächsten Monaten rasch ausgeweitet. Anfang November 1936 verfügte die Legion Condor unter dem Befehl von Generalmajor Hugo Sperle über 100 Flugzeuge und 5000 Mann. Neben den Einheiten aus Deutschland kämpften italienische Verbände. Durch Rotation der Kontingente kamen insgesamt rund 20.000 deutsche Wehrmachtssoldaten auf dem spanischen Kriegsschauplatz zum Kampfeinsatz. Der spanische Bürgerkrieg wurde auf beiden Seiten mit einem Höchstmaß an Einsatzbereitschaft, aber auch an Brutalität geführt. Zum Sinnbild für die Grausamkeit des Krieges wurde die Zerstörung Guernicas mit rund 2000 Toten am 26. April 1937. Die heilige Stadt der Basken und Symbol ihres Unabhängigkeitswillens war durch Luftwaffeneinheiten der deutschen Legion Condor bombardiert worden. Die Luftwaffen sowie Panzer-, Transport- und Nachrichteneinheiten der Wehrmacht und die Unterstützung aus Italien waren schließlich Garanten für den Sieg Frankos im Frühjahr 1939. Trotz der Waffenhilfe blieb Spanien im wenige Monate später beginnenden Zweiten Weltkrieg offiziell neutral. Im September 1939 löste das Deutsche Reich mit seinem Polenfeldzug den Zweiten Weltkrieg aus. Einige Junkers Ju 87B waren daran zunächst als Luftnahunterstützungsflugzeuge eingesetzt. Die Ju 87B war die erste Serienmaschine mit dem doppelt so starken Jumo 211 Motor. Außerdem hatte sie nun eine Abfangautomatik, um ein sicheres Hochziehen nach dem Sturzflug zu gewährleisten und Winkelmarkierungen von 60, 75 und 80 Grad seitlich am Pilotenfenster. Die Erfahrungen in Spanien hatten gezeigt, dass die Piloten beim Aufschwung ohnmächtig werden können und die Kontrolle über das Flugzeug verlieren. So zog eine ganze Formation in Spanien zu spät hoch, wobei viele Maschinen in den Boden rasten. Um dies zu verhindern, wurde die Abfangautomatik fortan eingesetzt. Die Stukas konnten ihre Bomben äußerst treffsicher platzieren und das jaulende Geräusch der sogenannten Jericho-Trompeten sollte die Feinde in Angst und Schrecken versetzen und demoralisieren.
Das Geräusch der Sirenen, das beim Sturzflug der Stuka zu hören war, war ein Warnsignal des sich nähernden Bombenangriffs. Dies hatte verheerende Auswirkungen auf die Moral der alliierten Truppen und auch der zivilen Bevölkerung, vor allem in den ersten Kriegsjahren, als diese Waffe zum ersten Mal zum Einsatz kam und hocheffektiv war. Während des Kampfes um England wurde auf den Einsatz der Sirenen weitgehend verzichtet, da der Luftwiderstand den Angriff weniger effektiv werden ließ. Ohne Sirene waren die Flugzeuge daher noch etwas wendiger. Die hohe Fähigkeit der Stukas, Angriffen gut zu widerstehen, und ihre robuste Bauweise machte die Stukas so legendär. Am 6. Oktober 1939 kapitulierte Polen. Mit dem Angriff auf Polen wurde die Blitzkrieg-Taktik zum ersten Mal umgesetzt. Große Panzerverbände unter massiver Nahunterstützung durch die Luftwaffe konnten so in kürzester Zeit vorstoßen. Noch niemals zuvor wurde eine solche Militäroperation durchgeführt. Blitzkrieg wurde zu einem Begriff. Die Stukas hatten im Rahmen dieser Operation zum ersten Mal ihre hervorragenden militärischen Eigenschaften unter Beweis gestellt. Im April 1940, als die deutschen Truppen in Kopenhagen, Dänemark, Bergen, Trondheim und Narvik in Norwegen einmarschierten, wurden sie von einer kompletten Schwadron Stukas begleitet. Die insbesondere für Langflugstrecken ausgerüstete U-87A war mit zusätzlichen Tanks ausgerüstet worden und dadurch in der Lage, Entfernungen von bis zu 1500 Kilometern zurückzulegen. Die erste Schwadron der Stuka-Gruppe 1 hatte dabei erst wenige Wochen zuvor ihren ersten Einsatz erfolgreich hinter sich gebracht, als der Einmarsch der deutschen Truppen auf dem Seewege erfolgte. Sie wurden hier hauptsächlich dafür eingesetzt, Truppenansammlungen und Kommunikationswege des Feindes zu zerstören. Als die französischen und britischen Truppen sich schließlich entschlossen, eigene Schiffe mit Truppen nach Norwegen zu verlegen, um der deutschen Invasion entgegenzutreten, flogen die Stukas Angriffe aus dem Süden Norwegens in Richtung Narvik und Trondheim im Norden, um die Briten zu bekämpfen. Der Einsatz der Stukas war hierbei überaus erfolgreich und endete in der Versenkung zahlreicher Zerstörer, was dazu führte, dass die alliierten Truppen dieses Gebiet wieder verlassen mussten. Der Westfeldzug begann am 10. Mai 1940. Zu diesem Zeitpunkt hatte die deutsche Luftwaffe knapp 700 operierende Flugzeuge in diesem Gebiet versammelt, von dem etwa die Hälfte in Holland, Belgien und Frankreich eingesetzt wurden. Die verbliebenen 350 Flugzeuge aus 9 verschiedenen Stuka-Gruppen spielten hierbei eine zentrale Rolle in der Ausschaltung der alliierten Verteidigungslinien. Sie unterstützten die Fallschirmtruppen bei ihrer Landung und die Versorgungsflugzeuge. Ähnlich wie bei dem Krieg in Polen wurde ein Großteil der belgischen und holländischen Luftwaffe bereits am Boden zerstört, noch bevor diese überhaupt starten konnten. Etwa 1000 Zivilisten fanden hierbei ebenfalls den Tod durch die Bomben, die in der Nähe der Flugplätze abgeworfen wurden. Als Belgien und Holland erfolgreich besetzt waren, konnten sich die deutschen Truppen erneut versammeln, um den Angriff auf Frankreich zu starten. Die U-87 stürzten sich nun auf die französischen Truppen, die lange Zeit dem Ansturm der deutschen Truppen entgegenhalten konnten.
Das Angriffspotenzial der Stukas war außerordentlich hoch. Sie bereiteten den Weg für die nachfolgenden Panzerverbände der Generäle Rommel und Guderian, die nach Nordfrankreich vorstießen und auf diesem Wege feindliche Truppen entlang ihrer Marschroute ausschalteten. Um mit dem schnellen Angriff und Vormarsch der Panzerverbände mithalten zu können, mussten auch die Stuka-Verbände neue Flugplätze einnehmen. Ab diesem Zeitpunkt unterstützten die Stuka-Verbände auch die Infanterie in den schwierigsten Gefechten. Unter den Flugzeugen, die die Engländer nach Frankreich entsendet hatten, befanden sich auch 4 Schwadronen Hurricanes. 21 deutsche Flugzeuge wurden von den Hurricane-Verbänden abgeschossen, dabei allein 5 in einem einzigen Angriff. Sie waren das erste Anzeichen der Schwachstellen der Stukas, wenn diese einem gleichwertigen Gegner gegenüberstanden. Solange die deutschen Truppen die Lufthoheit hatten, so lange waren die Stuka-Verbände gut geschützt. Als sich aber die ersten Jagdflieger näherten, wurden den Stukas die im Vergleich geringere Geschwindigkeit und schwächere Panzerung zum Verhängnis. So erging die Anweisung an die Piloten, bei diesen Angriffen den Höhenmesser genau im Auge zu behalten, anschließend die Geschwindigkeit zurückzunehmen, die Kühlerklappen zu schließen und dann in den Sturzflug überzugehen. Hierdurch wurde das Flugzeug zunächst leicht seitlich angekippt und ging von dort aus in den Sturzflug über. Obgleich die hierzu nötige Fallhöhe auf einer eingeätzten Linie auf der Kanzel des Flugzeuges sichtbar war, gingen einige erfahrene Piloten doch dazu über, einfach über die Nase des Flugzeugs die entsprechende Höhe anzupeilen. Der Höhenmesser konnte auf eine feste Höhe eingestellt werden. Und beim Erreichen dieser Höhe leuchtete eine rote Kontrolllampe auf, die dem Piloten das Signal gab, die Bombe auszuklinken und danach das Flugzeug wieder abzufangen und hochzuziehen. Kein leichtes Unterfangen bei starken Gravitationskräften von bis zu 6 G, die hierbei auf den Piloten einwirkten. Speziell kurz vor dem tiefsten Punkt konnte eine Verzögerung oder eine Änderung des Sturzwinkels um nur wenige Grad bereits tödlich sein. Am 29. Mai 1940 flogen verschiedene Maschinen aus allen Stuka-Geschwadern Angriffe auf die Stadt Dünkirchen, speziell auf den Hafen und die Strände. Sie überraschten ebenso die ein- wie die auslaufenden Schiffe. Ein Stuka-Pilot berichtete später: Ich flog damals einen Angriff auf Dünkirchen und die Strände waren voll mit britischen Soldaten. Ich flog auf 2 britische Schiffe zu, um die Bombenlast loszuwerden, verfehlte sie jedoch und wurde wenig später von einer Hurricane verfolgt, die mich traf. Rauch kam aus einem der Motoren und der andere hatte bereits seinen Dienst eingestellt. Ich glitt langsam nach unten auf das Wasser zu, etwa 100 Meter vom Strand entfernt. Das Flugzeug schlug auf dem Wasser auf und war wenig später bereits halb versunken. Ich schaffte es noch irgendwie dort herauszukommen und schwamm in Richtung Strand. Ich schaffte es zu entkommen und wurde am Strand von einem deutschen Soldaten aufgelesen. Am 17. Juni erklärte Philippe Pétain, Ministerpräsident der neu gebildeten französischen Regierung, die Niederlage Frankreichs. Am 21. Juni wurden die französischen Unterhändler von Hitler empfangen. Zur Unterzeichnung der vergleichsweise maßvollen Waffenstillstandsbedingungen kam es gegen Abend des 22. Juni 1940. Der deutsch-französische Waffenstillstand trat aber erst am 25. Juni um 1.35 Uhr in Kraft. Damit die französische Flotte nicht in deutsche Hände fallen konnte, nahmen die Briten am 3. Juli diese im algerischen Hafen Mers el-Kebir bei Oran unter Beschuss. Göring und die Luftwaffe waren nach wie vor der festen Überzeugung, dass mit dem Sieg über Frankreich und dem Hinhalten der Engländer die Luftwaffe unangreifbar wäre und demzufolge die Stukas im Kampf gegen England genauso erfolgreich und effektiv sein würden wie im Kampf gegen Polen und Frankreich.
Die ersten Angriffe der Stukas, die noch von einigen Messerschmitt-Jägern eskortiert wurden, waren Angriffe auf die britischen Schiffe und Zerstörer und schienen Göring anfangs recht zu geben. Am 25. Juli 1940 flogen zahlreiche Stuka-Verbände einen großen Angriff auf die Küste von Dover, wo sie 8 der 21 vorhandenen Schiffe erfolgreich versenkten. Als jedoch 50 Stukas einige Tage später das Gleiche erneut versuchten, verloren sie 4 ihrer Maschinen. Bei einem weiteren Angriff fielen schließlich 8 weitere Stukas den Engländern zum Opfer und viele weitere wurden beschädigt. Die deutsche Propaganda verkündete: Unsere fliegenden Kampfverbände haben mit jedem Tag größere Erfolge im Kampf gegen die militärischen Ziele in England. Unsere Kampfflugzeuge, begleitet von Jägern und Zerstörern, kämpfen sich Tag und Nacht durch die Verteidigungslinien des Feindes. Der Krieg, den die Engländer sich selbst heraufbeschworen haben, hat sich über das Land ausgebreitet. Jedes deutsche Flugzeug, jede einzelne Bombe und jedes zerstörte Dock der Engländer stellt Zeugnis dar, dass die Tage dieser Nation in glorreicher Isolierung ein für alle Mal vorüber sind. Ziel des Oberkommandos der Wehrmacht in der Luftschlacht um England war die Erringung der Luftherrschaft über den britischen Luftraum durch die Vernichtung der Kampfkraft der Royal Air Force. Dies galt als Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Invasion, deren Planung bereits im Dezember 1939 zwischen Hitler und Großadmiral Raeder besprochen wurde. Hitler hoffte jedoch später, Großbritannien durch verstärktes Bombardement zu Friedensverhandlungen zwingen zu können. Ende September 1940 wurden die Invasionspläne auf unbestimmte Zeit verschoben. In der Zeitung Die Wehrmacht wurde geschrieben: Dank der großartigen, vorausschauenden Fähigkeiten des Führers und seines engsten Vertrauten, Reichsmarschall Hermann Göring, hat sich eine unbeugsame Kraft gebildet, ein eiserner Wille und die Tatkraft mit allen nötigen Dingen, um einen erfolgreichen Luftkampf zu führen. Der Angriff der deutschen Luftwaffe im Winter 1940 hatte den Widerstandswillen der Engländer herben Schaden zugefügt. Der Kampf, der durch die heroische deutsche Luftwaffe getragen und geführt wird, ist ein ausschlaggebender Faktor auf dem Weg zum Sieg. Die Realität sah allerdings etwas anders aus. Zum einen verfügte England über ein gut ausgebautes Netz von Radarstationen, zum anderen gelang es den britischen Kampfflugzeugen vermehrt, die Schwachstellen der Stukas auszunutzen und sie abzuschießen. Zudem konzentrierte man sich nun auf die Kämpfe um Jugoslawien und Kreta und darauf, die britischen Truppen aus Griechenland zu vertreiben. Fallschirmtruppen und Gleiter waren im Kampf um Kreta beteiligt, in der Operation Marita am 20. Mai 1941. Hier wurde eine große Anzahl an Stuka-Verbänden unterstützend eingesetzt. In der Zeitung Die Wehrmacht wurde geschrieben: Der Kampf um Kreta, der in seiner Bedeutung keinesfalls unterschätzt werden darf, hat den britischen Verbänden herbe Verluste zugefügt. Der Widerstand durch englische Fallschirmspringer wurde schnell unterbunden und die Unterstützung durch die Luftwaffe führte zu einem weiteren Sieg der deutschen Truppen. Tausende von Kilometern von der Heimat entfernt hat die Luftwaffe hierbei einen bedeutsamen Sieg errungen. Deutsche und italienische Piloten haben gemeinsam den Feind erfolgreich bekämpft, wo immer er sich auch zeigte.
Englische Truppen in Nordafrika, dem Suezkanal und britische Konvois und Nachschubtruppen waren die Hauptziele für diese erfolgreichen Angriffe. 3 Tage nach dem Ende dieser Angriffe befanden sich die Truppen bereits auf dem Weg nach Polen, zur Vorbereitung auf den größten und gefährlichsten Plan, die Ostfront. Die Invasion von Russland, die Operation Barbarossa, begann am 26. Juli 1941. Große Mengen von Stukas flogen diesen Angriff mit und waren als Unterstützung für die anfangs schnell vorrückenden Panzerverbände gedacht. Und wie bereits in Frankreich mussten die fliegenden Verbände hier schnellstmöglich geeignete Stützpunkte auf dem Weg suchen. Von norwegischen Flugplätzen starteten 40 Stukas vom Geschwader 1 einen Angriff auf die russischen Truppen, um den wichtigen Stützpunkt Murmansk einzunehmen. Wie schon in Belgien und Holland wurde auch hier die russische Luftwaffe anfangs völlig überrascht und zumeist noch am Boden zerstört. Die Luftwaffe zerstörte hierbei über 4000 Flugzeuge der Roten Armee. Als Reaktion hieraus war der russische Luftraum anfangs eine Spielwiese für die deutsche Luftwaffe in den ersten Tagen der Operation Barbarossa. Ab diesem Zeitpunkt wurden die Stukas hauptsächlich zur taktischen Unterstützung angefordert und eingesetzt. Sie flogen hierbei den Panzerverbänden voraus, meldeten Feindberührungen und flogen Angriffe auf die russische Frontlinie. Kronstadt war ein bedeutender Marinestützpunkt der russischen Streitkräfte zu dieser Zeit. Operation Taifun, welche den Sturm auf Moskau zum Ziel hatte, begann am 2. Oktober 1941. Doch je näher der Angriff der Hauptstadt kam, umso langsamer wurden die Truppen und immer häufiger wurden Ausfälle von Menschen und Material verzeichnet. Ersatzteile und Reservetruppen mussten oftmals über weite Wege erst herangeschafft werden und die Flugzeugpiloten waren von dem kontinuierlichen Einsatz an der Front erschöpft. Der einsetzende Herbst und der schlammige Boden brachten die Truppenbewegungen teilweise gänzlich zum Stillstand. Luftwaffe und Wehrmacht hatten zahlreiche Schwierigkeiten mit dem russischen Wetter und der vor Ort kaum vorhandenen Infrastruktur. Flugplätze waren kaum befestigt, oftmals waren es nur lose Felder, auf denen gelandet werden musste, und die Witterungsbedingungen verschlechterten sich zusehends. Oftmals waren die Räder auf dem unbefestigten Boden halb im Morast versunken und damit nicht mehr einsatzfähig. Noch schlimmer wurde es im Winter. 1941 war der strengste Winter seit über 50 Jahren und traf die deutschen Truppen völlig unerwartet. Unterstützung der Versorgung durch die Luftwaffe war dringend nötig. Die russischen Truppen starteten einen Gegenangriff am 15. Dezember 1941.
Die Kontrolle eines Flugzeuges bei normalem Wetter unterschied sich zudem extrem von einer solchen bei minus 40 oder teilweise minus 50 Grad Celsius. Hans-Ulrich Rudel, der bekannte Kampfpilot, bemerkte, dass es selbstmörderisch war, sich auf die Anzeigen in der Kabine zu verlassen, da die meisten teilweise eingefroren waren und deshalb falsche Werte anzeigten. Interessanterweise aber, bedingt durch die solide und einfache Bauweise der Ju, konnten diese dem russischen Wetter besser trotzen als andere Flugzeuge und wurden daher immer wieder zu einem Faktor in der Versorgung der zum Stillstand gekommenen Infanterie, als auch im Einsatz an stark umkämpften Gebieten mit zielsicherem Bombardement. Im hohen Norden, wo die deutschen Truppen immer noch vergeblich versuchten, Murmansk einzunehmen, war der Kampf mit dem Wetter noch extremer. Es dauerte oft Stunden, das Flugzeug überhaupt in Gang zu bringen, und einmal in der Luft reduzierte sich die Sichtweite des Piloten oftmals auf null. Das extreme Wetter in den ungeheizten Maschinen war nahezu tödlich für jeden Piloten, der irgendwo in der endlosen schneebedeckten Weite des russischen Landes notlanden musste oder die Orientierung verlor. Selbst wenn der Pilot die Landung selbst überstand, überlebte er zumeist nicht die Gefangennahme durch die Rote Armee, die einen besonderen Hass gegen die Stukas und jenen, die sie flogen, entwickelt hatte. Udet, der inzwischen zum Generalluftzeugmeister befördert worden war und mit dieser Schreibtischarbeit nicht zurechtkam, erschoss sich am 17. November 1941. Hitler veranlasste ein Staatsbegräbnis. Der Suizid wurde jedoch geheim gehalten. Für die Öffentlichkeit starb Udet an den Folgen einer bei der Erprobung einer neuen Waffe erlittenen schweren Verletzung. Er galt als Vorbild und dies wurde mit dem Propagandafilm »Ein Fliegerleben« manifestiert. Wir zeigen einige Bilder vom Wirken und Schaffen Ernst Udets nach dem Weltkriege, aus dem er mit 62 Luftsiegen heimkehrte. 1926. Meister Udet zeigt Kunstflüge auf dem Osterflugtag in Staaken. 1 Jahr später, großer Flugtag in Tempelhof. Udets fliegerisches Können reißt die Massen zur Bewunderung hin. Seine Leistungen sind einzigartig. Udets Kühnheit kannte keine Grenzen. Hier der Flug über das Zugspitzmassiv und die Landung am Schneeferner. Der deutsche Film hatte an Ernst Udet einen begeisterten und stets einsatzbereiten Mitarbeiter. Nach seiner Arbeit an dem Arnold-Frank-Film Stürme über den Mont Blanc unternahm Udet einen Forschungsflug nach Afrika, von dem er eine einzigartige Kamerabeute mitbrachte.
Aufnahmen aus dem Film SOS Eisberg, dessen Höhepunkt Udets Flüge über das ewige Eis Grönlands waren. Juli 1933. Großflugtag in Los Angeles. Hier nahm Udet als einziger deutscher Flieger teil. Chicago. Eine damals einmalige Leistung, Looping und Landung mit abgestelltem Motor. Liebe galt vor allem der deutschen Jugend, der er stets ein leuchtendes Vorbild war und auch immer bleiben wird. Szenen aus seinem Film Wunder des Fliegens.
Glauben Sie sicher, ich werde nie ein richtiger Flieger werden. Diesmal hast du Pech gehabt. Aber wenn es auch mal schief geht, Jugend, das mag. Diesem Wort, das er Deutschlands fliegender Jugend zurief, ist Udet bis zu seinem letzten Atemzuge treu geblieben. Persönlicher Einsatz war seine Losung. Die letzte Aufnahme von Ernst Udet, der Generalluftzeugmeister, erstattet dem Reichsmarschall Bericht. Die Stuka-Piloten waren nach wie vor sehr hohem Stress ausgesetzt. Sie wurden oftmals verlegt und kurzfristig von Standort zu Standort verschoben. Im Kampf um Russland trafen sie auf die ersten russischen Piloten, die mit den Wetterlagen besser vertraut waren und ihr Können zudem jeden Tag weiter ausbauten. Obgleich nach wie vor viele russische Maschinen abgeschossen wurden, war die enorme Anzahl an Flugzeugen, die von Russland mobilisiert wurden, ein Ansturm, dem selbst die deutsche Luftwaffe nicht gewachsen war. Die Begleitung der Stukas durch Jagdflieger war oftmals nicht mehr möglich, da viele von ihnen zur Verteidigung der deutschen Städte gegen die alliierten Bombenangriffe abgezogen wurden. Die zudem stetig steigende Anzahl an Luftabwehrkanonen in Russland machte den Stukas zusätzlich das Leben schwer. So fielen weit mehr Stukas der russischen Luftabwehr zum Opfer als russischen Flugzeugen und Piloten. Obgleich es kaum noch eine effektive Verwendung für einen Sturzkampfbomber im russischen Krieg ab etwa Oktober 1943 gab, so waren die verbliebenen Stukas doch nach wie vor von Bedeutung. Sie flogen Angriffe gegen einzelne Bodenziele und schwer zu treffende Verteidigungsanlagen, gegen Bunker und schwere Panzer. Hier einige Aufnahmen aus dem Herbst 1943. Sie zeigen die Ehrung des Stuka-Geschwaders 2 zur 100.000. Flugstunde. Hauptmann Hans-Ulrich Rudel begleitete die Zeremonie, bei der viele Stuka-Piloten mit dem Ritterkreuz ausgezeichnet wurden. Im Frühling 1944 wurde Rudel Kommandant der 3. Gruppe des Stuka-Geschwaders 2. Zu diesem Zeitpunkt hatte er selbst 1800 Flugstunden bestritten und dabei über 200 russische Panzer zerstört. Hierfür wurde er mit dem Eichenlaub mit Brillanten zum Ritterkreuz ausgezeichnet, die höchste Auszeichnung, die Hitler zu diesem Zeitpunkt vergeben konnte. Da die zielgerichteten Angriffe der Artillerie, der Infanterie schwer zusetzten, wurden die Stukas nun eingesetzt, um die Artillerie am Boden zu bekämpfen. Hierzu bekamen die Stukas wieder entsprechend Geleitschutz, doch wurden sie durch die niedrige Flughöhe nun anfällig für die Angriffe der russischen Luftwaffe. Während die Wehrmacht immer mehr Flugzeuge für einen Begleitschutz benötigte, wurde der Einsatz der Stukas immer seltener und konnte die Erwartungen der Generäle schließlich nicht mehr erfüllen. Die Focke-Wulf 190 rückte am Ende des Jahres 1943 immer mehr in die Position der Stuka.
Die Stukas hatten ihren letzten großen Einsatz bei der Landung der Alliierten in Italien, wo die landenden Truppen durch die Stukas mit einem Bombenteppich am Strand eingedeckt wurden. Letztendlich konnte jedoch auch dies die Invasion der Alliierten nicht aufhalten und besiegelte damit das Ende der Stuka-Ära in diesem Krieg. Im Spätsommer und Herbst des Jahres 1944 verblieb lediglich noch die dritte Gruppe des Jagdgeschwaders 2 und eine Panzerabwehrstaffel, um noch vereinzelt Stuka-Einsätze zu fliegen. Rudel verblieb als einer der bekanntesten Stuka-Piloten bis zum Ende dieser Ära, da er dieses Flugzeug, der Focke-Wulf 190, vorzog. Als die deutschen Truppen immer weiter zurückgedrängt wurden, wurden viele Stukas noch als letzte Trumpfkarte in den Kampf geworfen, konnten den Verlauf jedoch nicht mehr signifikant beeinflussen. Die Wehrmacht musste sich in die baltischen Staaten und bald darauf an die östliche Grenze Preußens zurückziehen und wurde dabei von einigen wenigen verbliebenen Stukas begleitet. Die Henschel HS 129B wurde verstärkt eingesetzt, konnte den Verlauf des Krieges und den weiteren Verlusten der Luftwaffe durch die Angriffe der Roten Armee kaum mehr etwas entgegenstellen. 20% aller Piloten wurden im Jahre 1944 als vermisst oder gefallen gemeldet. Im August 1944 kam es zum Warschauer Aufstand. Auf Weisung der polnischen Exilregierung in London wollte man die Einnahme der Stadt durch Stalin und die russischen Truppen verhindern, nachdem sich die Deutschen zurückgezogen hatten. Hitler hatte verlangt, dass die Stadt vorher dem Erdboden gleichgemacht wird, und die Stukas hatten die Aufgabe erhalten, dies zu tun. Nahezu 2 Monate flogen diese ohne Einmischung seitens der russischen Armee über der Stadt und hinterließen ein Trümmerfeld. Die russischen Angriffe drängten schließlich die deutschen Truppen beim Sturm auf Berlin nach Polen und weiter westlich zurück. Hierbei wurden auch die größte Anzahl der noch verbliebenen Stukas zerstört. Die Verluste an Menschen und Material waren enorm. Die Stuka war eine einzigartige und gefürchtete Waffe in diesem Krieg. Der Anblick und die markanten Geräusche, die Tod und Verderben aus der Luft regneten, sind jenen, die ihr begegneten, für immer im Gedächtnis verblieben.